Wir werden im Jahr 2050, und das sind die Zuwanderungsströme im letzten Jahr noch nicht einberechnet, bei den 0- bis 12-Jährigen 50% Muslime haben. Nicht in Wien. In Österreich, in Wien wird die Zahl noch wesentlich größer sein. Und da kann man nicht die Augen davor verschließen. Diese Entwicklung steht ins Haus. Und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir die Zuwanderungspolitik weiter so gestalten, wie sie bisher war, oder wir versuchen, einen etwas anderen Weg zu gehen. Ich bin für sektorale Öffnungen des Arbeitsmarktes. Das heißt, dass man dort öffnet, wo tatsächlich auch Jobs gebraucht werden. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg. Aber wenn SPÖ und ÖVP es unbedingt darauf anlegen, politischen Selbstmord zu begehen, dann wird der Bundespräsident das auch nur begrenzt verhindern können. Das muss uns klar sein. Also trotzdem, also ich bin guter Dinge. Ich glaube schon, dass man da noch etwas bewegen kann. Ich glaube, Frau Dr. Christ sieht das genauso. Ich glaube, es ist jetzt nicht der Platz, da in Depression zu verfallen, weil wir so viele Probleme ungelöst vor uns herschieben. Es sind noch 2 Jahre Zeit bis zur Nationalratswahl und ich denke mir, irgendwann muss doch die Stimme der Vernunft etwas mehr Gewicht haben als in den vergangenen 2, 3 Jahren. Die Regierung zu mir zu rufen. Die Bundesregierung zum Gespräch einzuladen. Ich habe meiner Partei alles verziehen. Eigentlich habe ich ja alles verziehen. Dankbarkeit. Etwas sehr Privates, ist nicht öffentlichkeitsabhängig. In eines der Nachbarländer. Traditionsgemäß nach Bern, das ist okay. Mit einer Spende. Geld hauptsächlich. Dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Nichts Selbstverständliches, muss immer Neuerungen werden. Am 11. August 2003 nochmal auf den Berg hinaufzugehen und dann zu fliegen. Nicht darüber nachzudenken, was mein größter Fehler war. Dann haben das die Bürger so entschieden. Nein, unter gar keinen Umständen. Nicht der richtige Weg zur Gleichberechtigung. Zentrale Aufgabe immer noch des 21. Jahrhunderts. Also die Gleichstellung, meine ich, Mann und Frau. Heute. Als 15-Jähriger.